Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight, Saison der Bösartigkeiten. Was ein komischer Name, aber ja, viel besser kannst du den auch gar nicht übersetzen aus dem Original, aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den letzten vor uns, ich bin schon ein bisschen näher rangeflogen, nämlich Ra's al Ghul. Vorher kurzer Blick auf den neuen Anzug, ist jetzt nichts Spektakuläres oder sonst was, das ist der Batman Inc. Anzug, also... Ich weiß nicht, woher der ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall steht da als Untertitel Batman Global. Ich weiß nicht. Ich habe mal von einer Serie, von so einer Batman-Comic-Serie gehört, wo Batman seine Lizenz sozusagen weltweit verkauft an Leute, damit sie auch in beispielsweise alte... Doch mal die Fresse, Mann, das geht mir so offen, sagt man jedes Mal. Das war schon beim Hauptspiel so. Dass er seine Lizenz verkauft, dass Leute zum Beispiel in Afrika oder ich glaube auch England oder sonst was unter dem Banner, unter dem Siegel des Batmans auch dort für Recht und Ordnung sorgen können. Ich weiß nicht, ob es der Anzug ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. An dieser Stadt ein Jahrzehnt lang von Bruce Wayne vermöbeln haben lassen. So, und hier unten steht meine Karre. Lass mir das auch nochmal kurz angucken gehen. Auch nichts Spektakuläres, halt das Batmobil im Robin-Look. Weil ansonsten sind da halt Sachen, was war denn noch? Da gibt es natürlich noch viel mehr. Beispielsweise das Batmobil aus den 90er-Jahren-Filmen, das Batmobil von Dingens, Christopher Nolan-Filmen und so weiter. Genauso auch die Anzüge, muss ich auch mal sagen, als Michael Keaton Batman gespielt hat, dieser Anzug, der sieht so unnormal scheiße aus, einfach. Den kannst du auch hier anziehen, aber ich weiß nicht. Der sieht einfach wirklich übertrieben beschissen aus. So. Beide tot. Nur wenige können Zweiliga-Killer ausschalten. Ich muss den Tatort untersuchen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ja, wie gesagt, zu dem Anzug könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es das ist. Beziehungsweise, ich habe auch letztens jetzt gesehen, um das kurz abzuhaken, irgendwelche Bilder, das ist so unnormal nervig, wa? Irgendwelche Bilder, richtig geil gezeichnete Bilder, die Batman Europa heißen oder sowas. Ich habe direkt mir den reingepackt in die Amazon-Merkliste, aber das kommt erst Mitte nächsten Jahres auf Deutsch raus. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, ich weiß es nicht. Sah auf jeden Fall ziemlich geil aus, also Batman Europa. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe mir das nur erstmal gemerkt wegen den heftigen Zeichen. Die Wunden stammen von Hieben mit einer langen, scharfen Klinge. Wie ihrem eigenen Schwert. Ein Schwert. Die Blutgruppe passt nicht zu der Leiche. Haben die sich jetzt hier gegenseitig abgeschlachtet, oder was? Das gleiche Wundmuster wie vorhin. Andere Uniform. Sie haben gegeneinander gekämpft. Drei verschiedene Blutgruppen. Zwei Leichen. Jemand ist entkommen. Wer auch immer entkommen ist, ist schwer verletzt. Ich sollte die anderen Dächer absuchen, ihre Spur aufnehmen. Okay, Batman. Okay. Halt nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. Ich hab's. Das sollte mich weiterbringen. Ah, guck mal, ich glaube, der Abschnitt hat hier ein, zwei Punkte mehr, kann das sein? Die man abhaken muss. Batman hat einen Panzer? Das ist unfair! Auf jeden Fall, Mann. Sehr unfair. Ihr seid mit 500 Leuten in der Überzahl, aber ist egal. Das ist okay. Alfred, die Assassinen scheinen sich bekämpft zu haben. Ich folge der Spur des Überlebenden. Einmal Blutgruppe. Ein Bürgerkrieg innerhalb der Liga? Wie ist das möglich? Ra's al Ghul ist nicht dafür bekannt, Widerspruch unbestraft zu lassen. Seine Leiche verschwand nach Arkham City. Ich dachte, die Liga hätte ihn. Aber vielleicht auch nicht, Sir. Wenn die Liga einen oder mehrere neue Anführer hat. Sie könnten noch gefährlicher sein als Ra's. Blutgruppe 0 minus. Ist sie nicht unnormal selten? Batman ist einfach so durch eine Wand gefahren, als wäre sie gar nicht da.
Junge, er kann auch durch eine Wand schlagen, als wäre sie gar nicht da. Oder dich durch die Wand werfen, wenn du Bock hast. Kein Problem, Mann. Es gibt's alles frei Haus, Leute. So. Okay. Bin mal gespannt, wie weit das jetzt hier noch geht, da vorne. Wer kontrolliert jetzt die Miliz? Allerdings frage ich mich gerade, wie der vorhin diese Höhe erklommen ist, wenn der so krass verletzt ist, vor allem verletzt ist. Aber gut, das sind halt, muss halt wirklich einer von denen sein. Die sind halt ziemlich heftig, mein Gott. Das ist halt, ja, im Prinzip ist ja die Gruppe, die auch Batman ausgebildet hat. Ra's al Ghul halt, also, und seine Homies. Batman, es ist Batman! Er soll das ganze Geld ausgeben, wenn du tot bist. Junge, das kann man auch nicht ausgeben, wenn man lebt. So reich wie der ist. Nur nicht mehr so tapfer, wie wir wissen, wer du bist. Junge, nicht mit mir. Was soll denn der Käse immer, Mensch? Ah, mir, was ist los? Bleib liegen. Okay, so, hier ist noch eine Spur. So wie ich sehen konnte, hat sie mir übel zugesetzt. Es ist keine gute Nacht, um Feuerwehrmann zu sein. Es ist für gar nichts eine gute Nacht. Junge, was ballern die denn da so rum? Wo ist denn die Spur jetzt? Wo geht's denn weiter? Ah, hier. Meinst du, es ist hier draußen wieder sicher? Scanne Attentäterblut. Wo ist denn das jetzt das nächste? Ah, da runter. So. Und jetzt weiter runter, oder? Ich habe schon ewig nichts mehr von Blut gehört. Ich glaube, er ist plötzlich religiös geworden. Ah, da drüben. Tatsächlich, wie hat er das gemacht, Mann? Der Attentäter, zieht euch das rein. Und wo... Das war nicht so geplant. Und worauf ballern die ganze Zeit? Sag mal, was ist denn hier los? Eigentlich habe ich doch... Auch wenn es noch vor dem Nightfall-Projekt ist, habe ich doch trotzdem die Leute alle zerschlagen, Mann. Ich habe doch alle kaputt gemacht, eigentlich. Und eigentlich dafür gesorgt, dass die Stadt wieder bevölkert werden kann. Also was heißt bevölkert, aber dass die Leute zurückkommen können. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ein bisschen komisch. Egal. Ey, reicht doch jetzt, Leute. Reicht doch. Langsam reicht es doch. Also wir haben jetzt verstanden, dass wir hier auf der Suche sind nach den ganzen DNA-Sachen. Aber es reicht doch jetzt irgendwie langsam, oder? Oder wollen wir noch 5 Minuten spielen laufen? Doch noch oben. Ja, könnte sein, oder? Ja. Oder? Nee. Was ist mit all dem Regen? Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Leute, was ist denn hier los, Mensch? Ja, hier ist der letzte Punkt, so. Da lang? Nee. Die Wegesfindung ist echt, hat auch schon meine leichten Probleme bei den Dingesabschnitt. Vielleicht auf der anderen Seite einfach. Bei dem Mr. Freeze-Abschnitt den Eingang zu finden, weil es so komisch ist. Und da, ihr habt ja vielleicht auch vorhin gesehen, wo das hingezeigt hat, wo die ersten beiden Leichen sind, nämlich nach unten. Obwohl es ganz oben auf dem Dach war, also das ist ein bisschen komisch gemacht, da kann man sich schon mal ein bisschen verirren. Soweit ich das gelesen habe, war ich auch nicht der Einzige, der bei Mr. Freeze erstmal gesucht hat. Die Spur führt durch den Kanal ins Elliot Memorial Hospital. Ich muss den Generator ausschalten, um Zugang zu erhalten. Oh, scheiße, Mann.
geht's aber los hier. Da. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Irgendwann findet jeder den Weg. So. Denkt an eure Ausbildung. Befolgt die Befehle. Ihr seid noch Anfänger. Ungehärteter Stahl. Diese Kämpfe werden euren Verstand und eure Körper zu Waffen für die Liga formen. Die Rebellion ist schwach, verseucht durch Untreue. Ihr werdet ihr trügerisches Herz angreifen. Sie werden bald kommen. Und dann werdet ihr auf meinen Befehl zuschlagen. Für die Liga! Für die Liga! Für die Liga! Wollen wir uns kloppen? Es ist Batman! Beschützt den Kopf des Dämons! Was war das denn jetzt? Habt ihr das gesehen? Was zur Hölle war das denn? Junge, du kannst nichts. Für die Liga! So, diesmal nicht, Kollege. Diesmal nicht. Hey, welche Kombo waren da nochmal, dass man die Leute mit diesen Umgebungsdingern kaputt schlagen kann? Alle möglichen gedrückt. Die Blutspur führt hier durch, aber die automatische Tür hat keinen Strom. Ich muss sie irgendwie öffnen. Okay, da oben. Muss jetzt hier aber nichts hacken, oder? Ne, wahrscheinlich wirklich erstmal da durch. Und dann da rein und dann irgendwie Strom machen. Ich habe Strom gemacht! Was ein Fortschritt, Mann. Früher hat man sich gefreut und ums Feuer getanzt, nachdem man das erfunden hat. Und jetzt machen wir einfach Strom. Das ist einfach krass. Alfred, ich muss das Elliot Memorial mit Strom versorgen. Mal sehen. Es befindet sich ein Notfallgenerator außerhalb des Gebäudes, Sir. Danke, Alfred. Okay. Wir sind Batmobile-Action hier. Wahnsinn! Ja, und die ganzen Spuren von Halloween. Es ist halt so krass, es ist halt einfach so unnormal krass. Da bin ich immer noch der Meinung, hätten sie ein bisschen, vielleicht ein bisschen was anderes machen können. Moment, was ist denn jetzt los? Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ich bin doch einfach ganz normal aus der Tür rausgegangen. Dafür haben wir die doch aufgemacht, oder war hier drinnen noch was? Bin ich dumm? Ja, bin ich dumm? Ah, hier, natürlich. Stimmt, hat er ja gesagt. Soll ich schon sagen. Was wollte ich denn sagen? Das Ganze, das Hauptspiel, der DLC, alles spielt in einer Nacht. Das ist einfach irgendwie so... ja, weiß ich nicht. Man hätte vielleicht noch wirklich so richtige Bruce Wayne Levels machen können, bei Tag oder sowas, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob das cool wäre. Klar, man will Batman spielen, das ist logisch, klar. Aber weiß nicht, wenn man jetzt so 10% davon Bruce Wayne spielt an sich, ihr wisst schon, wie ich das meine.
Dann kann man hier durch? Muss ich hier einen Knopf drücken oder so? Klettern. So, ich bin einfach zu dumm, ne? So als Beispiel, keine Ahnung, dass man da irgendwie die Lage sondiert, auskundschaftet oder sowas. Irgendwelche Weiber weghaut oder so. Hätte man alles machen können. Aber so wie es jetzt ist, ist es auch natürlich extrem geil. Nein, boah, Mann, ich bin so heftig raus. Ne? Der Kopf des Dämons darf nicht wieder auferstehen. Ach so. Ich glaube, ich verstehe. Die wollen nicht, dass Ra's al Ghul zurückkommt, oder? Krass, man, die haben sich richtig abgeschlachtet hier gegenseitig. Die Spur führt über den beschädigten Boden in die Leichenhalle. Ich muss da rein. Im Raum bei der Tür ist ein Sicherungskasten.